Ja, servus die Maro und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, sie hängt da gerade mal ein bisschen an. Haben wir mal wieder so eine 0815 Hängematten gekauft und machen wir es heute ein bisschen gemütlich. Vielleicht wisst ihr schon, wo ich hingegangen bin. Ich bin auf einem alten Lagerplatzl. Das hat sich schon wundervoll gefangen. Schaut gut aus, gefällt mir. Und ja, bin eigentlich da nur hergegangen, weil ich mir die mal aufhängen wollte. Jetzt schauen wir mal, wie die ist. Halten wir aus, sollte da ein bisschen mehr auch noch aushalten. Ja, ich habe da gerade nicht die optimalsten Bäumchen. Der da hinter mir ist ein bisschen kleiner, der gibt ein bisschen nach. Aber es ist nicht so schlecht und es ist wieder mal gemütlich zum Anhängen. Ja, was mache ich sonst noch herum? Ja, die meisten werden es ja schon wissen von Instagram. Ich habe mir so eine neue Kaffeemaschine geleistet, so eine Nanopresso. Und die will ich mir heute einmal da. Also ich meine, ich habe schon nur Kaffee gemacht daheim, aber die habe ich heute das erste Mal draußen mit. Und da werden wir es jetzt einmal einen gemütlichen Espresso drücken. Ja, aber das dann ein bisschen später, weil jetzt werden wir ein bisschen relaxen. So, haben wir meine Tischel da alles aufgebaut und möchte noch ein bisschen was zeigen. Ich habe mir auch extra jetzt noch eine kleine 420 ml Tassen gekauft mit einem Deckel. Die brauche ich nämlich für mein Wakako Nano Presto. So nennt sich das da. Und so schaut das aus. Ich sage gleich dazu, die gibt es in verschiedenen Variationen. Normal ist das nur ein kleiner Wasserbehälter da unten mit einem Becher. Und ich habe aber gleich dieses Barista-Set gekauft. Da geht dann das Doppelte rein, ich glaube 110 Milliliter, 120. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich mache da keine Vorstellung. Ich verlinke euch den Kanal vom Stadtgecko, vom Dirk, da oben. Der hat ein Video, eine Vorstellung drüber gemacht. Das hat der Pipi-Fans gemacht und da brauche ich nichts mehr drüber erzählen. Schaut bei ihm in das Video und der erklärt das bombengenau. Da gibt es gar nichts. Ja, ich sage nur, die gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es zum Kaffee durchpressen, kann man vorher rein. Ich habe die Ausführung für die Pads. Da gibt es dann so einen extra Adapter. Da kann man dann die Pads reingeben, also diese Nespresso-Pads. Ich habe da nachgebaut, die schon gekauft, und zwar, die sind Bio. Die kann ich eigentlich im Kompost entzogen, also kein Alu. Die kommt da einfach rein, wird dann da angepresst. Da unten kommt dann das heiße Wasser rein. Dann fährt man noch die Pumpen auf, dreht das Ganze dann um. Und bei dem Barista-Set, nach 5-6 Mal, ich zeige euch, das ist noch genau, baut sich der Druck auf, die schafft 18 Bar. Und da kommt der Creme aus erst den Kaffee. Allererste Sahne, kann ich nur sagen. Aber zeige euch dann alles noch genauer. Jetzt werden wir mal ein bisschen Wasser herrichten. Und für das haben wir den Kleinen eigentlich gekauft. Und für den Kleinen kommt jetzt noch zusätzlich der 75 bis 85er X-Boil. Habe ich mit dem Leo schon geredet. Der ist schon am Weg für mich. Das ist dann die Ultralight-Ausführung. Aber ist mir eigentlich wurscht, ob das Ultralight oder das Normale war. Mir geht es eigentlich nur darum, weil der sicher passt da auch drauf, aber der Kleine ist noch viel gängiger dran. Ja, da kommt der Wind. Und passt schon. Ich kann euch nur eins sagen, der Espresso. Ein Gedicht. So gerne meine Bialettis habe, aber die Bialetti kommt an den Nanopresso nicht einmal annähernd ohne. Und was die extra Creme macht, die Bialetti Bricker, habe ich eigentlich wieder retour geschickt, weil
um 40 Euro, das war kein Krämer, das war ein Furz im Wald quasi. Der ist schneller verschwunden, als wie es wieder da war. Und der bleibt echt. So, jetzt warten wir, bis das alles fertig ist. Dann fügt man den bis zu einem gewissen Stand an. Ja, sehr gut ausgeregelt. Da kommt dann gleich der Kaffee rein. So, dann die Kapsel wieder oben schon drinnen, habt ihr gesehen. Die wird dann da unten angestochen, dann schraubt man das zu. Macht das fest zu. Setzt das Wasser unten auf. So, macht die Pumpen auf. Und jetzt hole ich euch schnell näher. So, jetzt pumpen wir da 5-6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt baut sich der Druck auf. So, jetzt wird es leichter. Jetzt ist es fertig. Das war's. So, und man natürlich auch ein bisschen Milch reingeben. Ja, es wundert etwas. Natürlich ein Süßstoff. Und in dem Sinne, so gehen wir wieder meine Krankensaison. Ja, ich begrüße natürlich wieder als erstes, wird es mal gesund, das wird es auch darum. Schaut, dass es gesund wird und rauskommt. Und alle gesunden, passt mal auf, dass man immer krank wird. Prost, Freunde. Und ich kann euch nur eins sagen. Mir schmecken diese Kapseln, die gibt es ja noch alle Geschmäcker. Ich habe mir da verschiedene gekauft. Mir schmeckt die eigentlich mit der Kapsel so gut, dass ich mir für daheim extra noch eine Kapselmaschine gekauft habe. Bin komplett umgestiegen. Urgeil. Frau und Tochter, die sind von der Maschine gar nicht mehr zum Wegbringen. Wenn ich freigebe natürlich. Zuerst bin ich da, der Chef. Huch, nein, kann ich zu. Passt. Ah, ja. Ah, gewaltig. Ah. Jetzt habe ich noch einmal das Tab dann ein bisschen drüber gespannt, aber auch nicht. Eigentlich nur für die Optik. Das war sowieso zu klar, weil das ist mein ganz. Ist quasi eher als Sonnenschutz gedacht, aber funktioniert perfekt. Natürlich wieder mit Detlef seine Spanner. Auch da ist ganz logisch. Ja, das ist es jetzt von hinten. Und wenn da ein paar Asseln Fuß an, muss ich sagen, verschmützt das wunderbar. Also das dann muss das schon der Hammer. Ja, und ich sage einmal selbst, dass der Nähe da noch verschmützt das wunderbar mit der Natur. Ja, Freunde, das war es auch wieder im Großen und Ganzen. Ich wollte das eigentlich nur ausprobieren, wollte eigentlich zuerst die Kamera gleich daheim lassen, wenn man denkt, nimm's da mit, zeige euch gleich ein bisschen was. Und ich werde jetzt wieder abbauen und gehe schon langsam wieder heim. So. Viel brauche ich da heute nicht. Ja, da ist noch nicht so viel gewachsen. Aber wurscht. Habe noch Zeit zum Überlegen. Jo, Freunde, ich habe jetzt nicht mehr 10 Minuten bis zum Auto, da brauche ich das nicht mehr zu sagen. Seid ihr mit aufgegangen, wer hier was sagt. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen und pfiat euch, die Burm.